Lords und Ladies, heute haben wir den Carsten Schiold Governor Superb Aged Premium Rum. Ja, ein Name, der schon viel verspricht. Hoffentlich hält dieser Carsten Schiold Rum aus St. Thomas über Flensburg dann zu uns gelangt. Sein Versprechen, Superb Aged Premium Rum. Was ist denn Superb Aged daran? Dieser Rum enthält 8- bis 18-jährige Rums, ist also ein Blend. Wir erinnern uns, Johann Lorenz war Gouverneur von St. Thomas, der Sohn von dem Auswanderer Jürgen Carstensen und Besitzer der größten Plantage namens Mosquito Bay. Mit diesem Rum ehrt das Unternehmen nochmal die über 325 Jahre alte Familiengeschichte, die extrem mit Rum und der Zuckerproduktion verbandelt ist. Dieser Rum wird nämlich aus der Melasse gewonnen, die dann nach der Verarbeitung des Zuckerrohrs übrig bleibt und dann entsprechend zu einem Rum destilliert wird. So, jetzt ist die Flasche immer noch zu. Muss ich mich mal langsam sputen hier. Also werde ich die mal öffnen. Zack und zack. Jawohl. Anständig. Ja. Nicht süß. Auf jeden Fall nicht in der ersten Nase. Aber wir nehmen gleich nochmal eine zweite, nachdem der hier noch so ein bisschen stand. So, gucken wir uns mal die Farbe an. Gold, leicht dunkles Gold, so ein ganz kleiner rötlicher Farbstich ist da drin. Gucken wir nochmal im Glas. Ja, eher zurückhaltend, aber oh, fruchtig. Fruchtig. Englischer Rumstil, wie gesagt, liebe Gemeinde, freue ich mich schon drauf. Ja, während der hier so ein bisschen vor sich hin atmet, wieder mal ein bisschen technische Daten, 40 Volumenprozent Alkohol hat das Kerlchen und Maximum 16 Gramm Zucker sind dort drin. Also ein bisschen dürfte zugesetzt sein, weil ja, 8 bis 18 Jahre hat schon ein bisschen was aus dem Fass gezogen, aber 60 Gramm kommen da bestimmt nicht zusammen. Wie gesagt, ein Blend, der wird immer abgeschmeckt, damit er auch seine Qualität und seinen Geschmack halten kann. So, jetzt nochmal zweite Nase. Ja, fruchtig. Ein bisschen was Florales, sowas Frisches ist da drin. Ja, ich habe gelesen, Fliedernote, ja, könnte, wenn man sich da ein bisschen einschnuppert, ja. Also wie gesagt, so ein frischer Frühlingsduft, so ein bisschen. Alkohol hält sich zurück, leicht fruchtig und natürlich so ein bisschen fassig, ne? Ich meine, klar, gelagerte Rums bis zu 18 Jahre, natürlich sollte da auch eine gewisse Fassnote mitschwingen. Wäre ja sonst blöd, die zu lagern, ne? So. Mal gar nicht so lange warten. Ich sag mal, Prost, Freunde. Ich nehme mal einen Schluck. Wie so ein kleines Obstkörbchen, möchte ich fast sagen. Leichte alkoholische Schärfe kommt durchaus an. Hätte ich nicht erwartet. Sowas aus meiner Sicht leicht nelkig-zimtiges schwingt damit. Also, so in die Richtung, ja, auch leicht flaumig. Oh, so wie das vielleicht vom Rumtopf. Also das ist meilenweit weg vom Rumtopf, ne? Aber so ein bisschen flaumig, zimtig, nelkig haben wir hier aus meiner Sicht. Im Mund wird er so leicht cremig, kriegt so eine viskose, leicht cremige Konsistenz. Ich möchte das fast schon ein bisschen vergleichen mit Falerno. Ne? Hatten wir, glaube ich, neulich das Thema, kommt in Mai Tai rein, ist halt so eine Mischung aus, ach, gibt verschiedene Rezepte, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Nelke, ein bisschen Zimt kommt da immer mit rein und natürlich Vanille. So ähnlich schmeckt der. Und dann noch mit so einem leichten,
ja, ich will nicht sagen Jamaika Punch, das wäre zu viel. Also einem fruchtigen Anklang des englischen Rumstils auf jeden Fall. Wow. Oh. Also, boah. Mh, mein lieber Schwan, der füllt aber dann auch den Mundraum aus. Wow. Krass. Ihr seht, ich nehme hier nur kleine Schlucke, aber das ist schon wirklich ein Geschmackserlebnis. Bisschen Holz, so ein bisschen Röstaromen kommen da auch noch zu. Also anders als ich gedacht hatte, aber lecker. Also diese Gewürze, die da drin stecken, hätte ich jetzt eher... Also hätte ich es nicht gewusst, klar, englischer Rumstil, aber hätte ich eher so einem Jamaikaner zugeschlagen. Aber irgendwie nimmt der sich sehr, sehr, sehr zurück. Gefällt mir. Also ein Rum wieder, mit dem du dich etwas länger beschäftigen kannst, um dann mal so die gesamte Bandbreite der Geschmacksnuancen wirklich mal über die Zunge, über die Geschmacksknospen gleiten zu lassen. Wahnsinn. Also hätte ich gedacht. Der Vorgänger, den ich ja hatte, hier den Signum Rum, der hält sich ja auch erstmal so ein bisschen zurück, bis er dann mit voller Wucht und dem Rumgeschmack um die Ecke kommt. Aber der hier ist nochmal ein Stückchen anders. Anders, aber lecker. Wahnsinn. Mag ich immer noch nicht glauben. Aber es ist quasi so eine Art, ja... Rumpunch möchte ich fast sagen, aber direkt aus der Flasche. Ist also jetzt nicht falsch verstehen. Ist jetzt kein Drink, ne? Also, das ist was zum Zurücklehnen, einmal gucken, die ganze Klaviatur der Aromen mal rauf und runter deklinieren. Was schmecke ich denn da eigentlich? Aber das scheint ja hier bei der Firma Kastenschiold wirklich Programm zu sein. Also, so dieses wirklich. Damit beschäftigen, lange nachschmecken, schauen, worum handelt es sich und dann wirklich so feine Geschmacksnuancen entdecken. Liebe Kastenscholz, habt ihr gut gemacht? Abo gut gemacht. Wenn ihr findet, dass ich das Video gut gemacht habe, gebt mir auch gerne ein Like. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr mit mir ein bisschen über den Rum fachsimpeln wollt und falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, wovon ich natürlich nicht ausgehe, dann drückt doch auch gerne mal den Abonnieren-Knopf. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Rum. Tschüss!